Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen zündeln zu gehen und hoffe, dass ich einfach ein paar Leute gewinnen kann und starte mit etwas, was wir alle kennen. The next generation of Google Maps is here. An all-new smarter search box is your starting point for discovery. Your search results are displayed right on the map, so it's easy to explore your options. Click between results, and the map adjusts to highlight roads and related places for each location. When you're signed in, as you search, star places, and publish reviews, you'll get tailored recommendations, so the more you use the map, the better it gets. One search brings you all the information you need. Read up on your destination, see ratings and reviews, and sometimes even take a peek inside. When you're ready to go, directions are just a click away. Once you decide on a destination, Google Maps will help you figure out the best way to get there. Choose to drive, take public transit, walk, or bike, with the best option for you highlighted in blue. And with the ability to add multiple destinations, stopping a few times along the way is no problem. If you want to check out a place before you visit, explore your destination or any place in the world with beautiful imagery. You can access imagery in a few easy ways. The info card below the search box, or the carousel at the bottom of the screen. The carousel collects all Google Maps imagery, like street view, photo tours, and user-submitted photos, showcasing the best of your selected location. Clicking Pegman will let you see where street-level imagery, like street view, photospheres, and business view is available. You can dive right into street view by clicking any place that's highlighted. The carousel is also where you'll find Earth View, which brings a 3D experience from Google Earth to Google Maps. So you can go from here, to here, to here, or to here. Or anywhere. Schalten wir mal um. Geodaten visualisieren ist mein Titel für diese Thematik. Für mich eine neue Welt der Kartografie. Also ich bin tatsächlich auf dem Weg, mich von der Kartografie in dem Sinne etwas zu verabschieden, weil wir neue Dimensionen eingehen. Und ich nenne es auch gerne Raumbezug schaffen und verstehen. Und dort kommt auch einfach das nächste Thema mit dazu. Der Kartograf ist nicht mehr alleine und ist auch nicht mehr in der technischen Welt. Wir greifen andere Bereiche auf. Und das wollen wir heute auch mal zusammen durchschauen. Und ich bin mir sicher, früher habe ich mal gesagt, ich behaupte, dass heutzutage so viele Karten verwendet werden wie noch nie zuvor. Heute sage ich, es werden mehr Karten als je zuvor verwendet. Und ich glaube, wenn man den heutigen Tag beobachtet hat, ist nahezu in jedem Vortrag in irgendeiner Form eine Karte vorgekommen. Hat mich natürlich sehr gefreut. Aber was steckt denn dahinter? Ich möchte heute mal so einen kleinen Überblick geben, dass ich sage, wir haben hier die Kartengrafik. Ich nenne es nicht mehr Karte alleine, sondern Kartengrafik. Anforderung und Zweck. Dann kommen wir zur Datenvisualisierung und dann erst zum Begriff Geodaten. Dann wird es etwas technischer, was wir denn von Geodaten zu erwarten haben. Und zum Schluss, wie wir denn diese Geodaten visualisieren können. Ich möchte auch nicht sagen, nur grafisch aufbereiten. Das ist mir zu wenig. Visualisieren, das ist ein Begriff, der lebt, da steckt ja, Emotion dahinter, da steckt einfach Aktion mit drin, Interaktion. Schauen wir kurz auf die Kartengrafik. Hier ist oben der Begriff Karte nochmal angewendet worden. Aber wie gesagt, ich möchte da ein bisschen zurückgehen und sagen, es ist eine Informationsgrafik.
Bei der Karte ist es etwas speziell, weil wir wissen, wir leben hier auf unserer Erdkugel, die ist rund. Die müssen wir irgendwie ein bisschen platt kriegen, damit wir sie in die Hand nehmen können oder am Bildschirm sehen können, was sich sicherlich in nächster Zeit auch noch verändern wird. Und dann kann ich die Begriffe und Anforderungen von Michael nochmal aufgreifen. Bestimmter Zeitpunkt, das Ganze verebnet, das Ganze verkleinert, bestimmten Maßstab und vereinfacht und meist auch schon veraltet, wenn wir diese Grafik in der Hand haben. Welchen Zweck hat diese Infografik? Schlicht und einfach, sie soll informieren und orientieren. Ich habe absichtlich dieses Bild genommen, da habe ich auch einen Ausschnitt mal ausgelegt. Ich möchte auch einfach die Menschen dazu bewegen, ihre Orientierung zu spüren. Nicht nur einfach sagen, hier ist Punkt A und da ist Punkt B, das sind 750 Meter über den und den Weg. Sondern wenn man sich auf so eine Luftbildkarte, wo der normale Raum einfach nur verkleinert ist, mal draufstellt, dann stehe ich mittendrin. Das ist ein anderes Aufnehmen von Informationen, als wenn ich es irgendwo aus einer Grafik ablese. Also es sind Methoden, wie wir Informationen an die Menschen ranbringen. Ergänzt mit statistischen Auswertungen, auch wie die aussehen, werden wir nachher noch sehen und was dahinter steckt. Anforderungen, auch wieder ob Karte oder Infografik, das möchte ich jetzt wirklich nicht unterscheiden. Wir wollen Aktualität, wir wollen Lesbarkeit und wollen auch einen Zweck. Wenn man da mal drüber nachdenkt, wo liegen denn Zwecke von Infografiken und Karten? Informationen vermitteln, Spaß bringen. Und das ist egal, ich habe hier auch eine Karte aus einem Computerspiel. Selbst dort wird mehr und mehr auf diese Form von Informationsvermittlung zurückgegriffen. Die Info soll aber richtig sein und soll vollständig sein und unbedingt ansprechend. Also das ist auch im vorherigen Vortrag. Der Anspruch an gehübschten Daten wird steigen. Eine schlichte Grafik in dieser Form, ich weiß nicht, hat Sinn und Zweck, braucht man oft, wird man auch weiter brauchen, aber ich denke, da wird die Kreativität enorm steigen in den nächsten Jahren. Greif noch mal ein bisschen zurück, weil ich den Bereich von der Kartografie tatsächlich ein bisschen abschließen möchte. Das sind so unsere Karten gewesen, die kannten wir, kennen wir noch. Wenn ich meine jungen Schüler frage, ach, das ist das, was Papa im Auto hat, da hört es schon auf, Shell Atlas oder sowas. Ja, der liegt da drin seit Jahren. Wir verwenden diese Form nicht mehr. Das sind hier Reisekarten, thematische Einträge, Touren, Wanderkarten. Dann die amtlichen Karten, kennt jeder von den Bergwanderungen. Die werden derzeit nicht mehr gedruckt. Die werden hergestellt, aber nicht mehr in Auflage gedruckt, sondern nur noch on print on demand. Und nicht mehr in München, sondern nur noch in Stuttgart. Auch da ist einfach eine Veränderung da. Luftbilder, Fernerkundung waren früher Luxus, bekomme ich. Hier ist wieder unser Beispiel. Hier hat sich etwas sehr schön entwickelt und das ist dieses Wort Georeferenzierung. Erinnern wir uns an die Orange, wenn die Kugel abfotografiert wird, Luftbilder, dann waren es Verzerrungen, weil das ist ja Zentralperspektive. So hat man früher die Bilder bekommen und wenn man die nebeneinander gesetzt hat, dann hat es an vielen Ecken nicht gepasst. Heutzutage bekomme ich diese Bilder entzerrt, dass das wirklich auf ein ebenes Papier passt. Und dann setze ich die einzelnen sogenannten Geotiffs zum Beispiel zusammen und kann daraus meine größere Luftbildkarte bauen. Gleich ist es mit Fernerkundung, wo zum Beispiel Auswertungen von Umweltschäden oder so mit aufgenommen werden und analysiert werden.
es werden viele Daten auf uns zukommen. Hier unten haben wir noch einen alten Bereich, der schon modern aussieht. Das ist der sogenannte GIS-Bereich, Geoinformationssysteme, gibt es schon seit Jahrzehnten, wurde viel in den Analysen, Baubereich, Vermessung eingesetzt, dass man Landvermessung darauf vermessen hat, die Ländereien verwaltet hat, Kataster angelegt hat. Läuft schon seit Jahren, aber da ist es nicht rausgekommen. Die Daten waren da, die hat man auch verwendet, die hat man berechnet, aber es war technisch. Es ist ein technischer Bereich, wo die Daten eingesetzt wurden. Was wir aber wollen, vielfach, der normale User, ist eigentlich eine ansprechende Welt. Und das haben wir in den 90er Jahren so mit der Kartografie, mit dem sogenannten Desktop Mapping erledigt. Unser Tool war Freehand, Illustrator, Photoshop, InDesign, also wir waren sehr verwandt mit den Mediengestaltern und hier zum Beispiel auch diese Vignetten, diese kleinen Bildchen, sind Handzeichnungen. Meine Kollegen, die dort ein bisschen geschickt waren, haben die künstlerisch von Fotos abgezeichnet. Wir haben sie gescannt und Photoshop nachbereitet, freigestellt und in die Karten eingesetzt. Das war unsere mediale Technik. Dann kam 90er Jahre schon zum Bruch. Die Technik entwickelte sich. Aber wir haben lange gebraucht, bis sich da was tat. Wer uns sehr geholfen hat, war Google. Deswegen auch diese Einleitung. Google hat uns im Großen und Ganzen mit auf die Sprünge gemacht oder gebracht, die Welt der Daten zu verstehen, der digitalen Navigation. Dann kamen die Smartphones dazu, Geräte, die uns ja angenehm waren, die uns geholfen haben, im Alltag neu zurechtzukommen, zu erweitern, zu ergänzen. Also zwei Medien, die schlichtweg angenommen wurden und den Alltag verändert haben. Die Kartografie im wirtschaftlichen Sektor ist eingebrochen. Also die Verlage in der Form, wie wir es in den 90er Jahren mit Desktop Mapping geschafft haben, gibt es so gut wie gar nicht mehr. Und da muss man jetzt einfach schauen, was wird denn angeboten für unsere Kartenproduktion. Und wir haben vorhin schon mal gehört, da gibt es solche Koordinatensysteme und Bilder, die georeferenziert sind. Und da sollte man mal schauen. Das ist etwas technisch, aber auch keine Scheu haben, weil es entwickeln sich Bereiche und da geht es eben auch dahin, dass wir berufsübergreifend arbeiten werden. Da gibt es Bereiche, die sich mit diesen Qualitätsansprüchen für Daten beschäftigen, dass sie passen in verschiedenen Systemen. Ich sage, ich will etwas aus dem Koordinatensystem, geografischen Koordinatensystem, mit etwas anderem verbinden, dann kriege ich das geliefert. Ich muss aber wissen, dass da etwas vorliegt und verändert werden müsste. Ich muss darauf achten. Andere Sachen, zum Beispiel auch Adressen. Ich brauche nicht mehr die Adressen mit Koordinaten versehen. Das wird technisch gemacht. Da gibt es Software, die mittlerweile die ganzen Adressen, Straße, Postleitzahl, Ort, Hausnummer, brauchen wir auch, durchlesen. Die haben eine Referenz und ermitteln aus diesen Referenzauslesungen die XY oder Lambda-Phi-Koordinaten, um sie positionieren zu können. Also ist auch eine Erleichterung und ich muss nicht mehr so viel Fachwissen aus dem Bereich mitbringen. KML-Dateien kennen wir aus Google Earth, Fotografie. Viele Kameras haben GPS und können ihre Daten auch als KML-Datei exportieren. Das ist genau unser Ding. Shapefile, PostGIS, das geht so ein bisschen in die technische Richtung. Wenn wir jetzt schon wissen, wir können auf solche passenden Daten zurückgreifen,
dann müssen wir mal schauen, was gibt es denn da überhaupt alles? Und ich habe erst überlegt, ob man ein Fassgeräusch macht. Wollen wir das Fass aufmachen mit der Vielfalt, was da ist? Geodaten sind unterm Strich wie eine eierlegende Wollmilchsau. Es sind so viele Materialien vorhanden, die wir aber verstehen müssen und anwenden können müssen. Was hilft es uns, wenn wir nicht wissen, da sind zwar Daten, aber was soll ich jetzt mit denen machen? Also wir müssen da noch eine Brücke bauen, Daten zu verarbeiten. Hier habe ich ein paar Quellen mal aufgeführt. Viele kennen die Quellen wie Google, Bing, ist sicher auch in vielen Bereichen bekannt von Microsoft, die Daten vom MapQuest aus der USA. Dann haben wir ArcGIS, da komme ich gleich noch ein bisschen dazu. Also es werden vielfach auch kostenfrei Daten angeboten. Man muss natürlich einen Kompromiss eingehen, dass die oft nicht ganz aktuell sind. Und da sollte man vielleicht dann mal schauen, OpenStreetMap ist da eine ganz interessante Adresse, wo sich Karten gut und vollständig, gerade für Deutschland, besorgen lassen. Wir können auch Sachdaten bekommen, Statistiken. Ganz spannend. Statistiken, wenn man mal bei der Stadt anfragt, bekomme ich über die ganze Demografie, über Ärzteverteilung, über Einkommen, die ganze Integration und über Zuzugsinformationen, wo kommen denn alle Einwohner aus München her, bekomme ich Daten und oft sogar kostenfrei. Und da geht es eben, Datenaussagen erkennen und sortieren, dass man wirklich seine Bereiche anspricht, sich die Daten holt. Und die Hürde bislang war wirklich, ich habe Daten, aber ich komme nicht weiter. Und da müssen wir schauen, das ist auch eine bestimmte Form der Zusammenarbeit aus verschiedenen Bereichen, einen Schritt voranzugehen. Dass wir sagen, zum Beispiel hier aus dem Marketingbereich, was gibt es dort denn? Was wollen wir dort denn? Wem kann ich denn unterstützen? Wie kann ich unterstützen? Oder aus dem technischen Bereich, das wäre jetzt zum Beispiel Energieversorgung und Wasserversorgung, Architektur, Immobilien. Immobilien ist zum Beispiel auch ein ganz interessanter Bereich. Hatte letztens mit einer Medienagentur darüber gesprochen, dass die für Immobilienfirmen die Objekte ins Internet stellen, dass die mit einer Drohne die Objekte abfliegen, das Areal quasi erkunden, als Video in die Karte punktbezogen platzieren. Also das sind einfach Neuerungen, die berufsübergreifend funktionieren oder eben der Marketingbereich. Dass man Strukturen errechnet. Aldi, Lidl, diese großen Märkte, die machen keinen Standort, ohne zuvor diese ganze Analyse zu machen. Die schauen sich genau an, was habe ich dort für eine Bevölkerung, was ist dort für eine Logistik, welche Märkte sind da drumherum. Und daraus errechnen die sich ihre Effektivität für einen Standort. Das machen alle großen Firmen, die irgendwie einen Bezug zur Bevölkerung brauchen oder Logistik. Da wird einfach eine Standortanalyse durchgeführt. Kaufkraftanalyse, das geht alles so ein bisschen in diese Richtung. Anderer Bereich zum Marketing ist die Reputation. Man geht den Schritt, ist auch mutig, aber das gehört ja auch dazu. Ich stelle mich den Usern und lasse mich beurteilen. Daraus kann ich einen Gewinn ziehen. Wenn ich viele gute Beurteilungen habe, habe ich mein Ranking oben. Und das ist zum Beispiel TripAdvisor, wird sehr gut angenommen und vermehrt sich dadurch. TripAdvisor hat so dadurch seine Vorteile und der User hat auch seine Vorteile. Und auch diejenigen, die dort beurteilt werden. Und wenn sie schlechte Kritiken haben, ist es vielleicht auch positiv. Weil schlechte Kritiken
geben mir ein Signal, du musst was verändern. Das darf man gar nicht so negativ sehen. Das ist immer eine Chance, weiterzukommen. Google natürlich auch, das ist immer mit dabei. Habe ich absichtlich als letzte Folie zu dem Sektor genommen. Muss es denn immer Google sein? Das ist einfach ein Punkt, sollte man überlegen. Wir gehen vielfach auf Webmaps. Müssen andere Medien nicht außer Acht lassen, sollte man auch nicht. Aber ich wollte jetzt mal die Webmaps ein bisschen in den Vordergrund stellen. Und die Webmaps sollen uns informieren, bilden, inspirieren und Spaß bringen. Also wir haben neue, erweiterte Anforderungen an unsere Ausführungen. Neue Möglichkeiten im Webbereich sind die Libraries. Das sind Frameworks, viele auf JavaScript basierend, die ein neues Visualisieren ermöglichen. Ganz interessant ist Leaflet, da kann man ganz schöne Sachen mitmachen, aber auch eben diese Polymaps oder Open Layers. Framework, das heißt, ich greife auf bestimmte vorgefertigte Snippets zurück, die ich einsetze, um bestimmte Daten zu visualisieren. Die Ergänzung mit HTML5, CSS3 ist genial, weil ich dadurch auch meine Animationen vorantreiben kann. Ich halte das Ganze schlank, kann mit Datenbanken arbeiten. Also da entwickelt sich enorm viel für den Medienbereich. Das ist zum Beispiel ein adäquates Ergebnis von Leaflet zu Google. Dort ist quasi eine Karte aus Bing eingebunden worden und die Abfragen hat man dann mit Drupal und Abfragemodalitäten umgesetzt, Layout gestaltet und klappt hervorragend. Auch Google Maps, wie wir vorhin schon gesehen haben, ist auch auf die Editierung von Karten eingegangen. Also ich kann selber meine Karten auch erstellen. Also wenn ich eine eigene Applikation haben will, kann ich hingehen, mir die Google Maps einbinden und auch den ganzen erweiterten Service nutzen. Das ist attraktiv, da gibt es gar nichts. Vor allem haben sie jetzt die neuen Features von Google Earth mit eingebunden, dass man die 3D-Darstellung sehen kann. Das ist wirklich schon sehr nett, aber es ist nicht umsonst. Also Google beginnt ab einer bestimmten Auflage, dass wir zahlen müssen und wir zahlen auch zusätzlich damit, dass wir ein Login bei Google haben und mit Google immer verheiratet sind. Also Alternativen, es lohnt sich einfach mal umzuschauen. Excel hat ein nettes Teil, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, das nennt sich GeoFlow, setzt aufs normale Excel auf, ist ein Add-in und lässt meine Statistiken auch in 3D-Form wachsen. Also durchaus auch da eine Alternative. Dann gibt es MangoGIS, ein Freeware für Visualisieren von Daten nach dem Motto Upload Style, Publish and Share. Dort kann ich meine statistischen Daten uploaden und mit den Karten von MapQuest kombinieren und unterschiedlichste statistische Visualisierungen durchführen. Also das Potenzial ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Und dann kann man das Ganze sharen, verschiedene Quellen oder Ausgängen auch auf die eigene Website mit draufsetzen oder ist
auch ein ganz interessantes Tool. Ein weiteres Tool ist das Tool von Esri. Esri ist Marktführer im Geo-Info-Bereich. Es nennt sich ArcGIS Online und ist seit März 2014 ein sehr ansprechendes WebGIS geworden, was wirklich leicht verständlich ist. Da möchte ich Sie ein bisschen mit auf Tour nehmen, weil dieses WebGIS-Tool bietet mir das Einpflegen von den ganzen Daten an, das Platzieren, das Umsetzen, das Auswerten bis hin zur Ausgabe auf ja, Devices-unabhängigen Layouts und die Templates zur Verfügung stellt, die ich aber auch editieren kann. Das ist die Seite von Esri, wo das ArcGIS Online ein bisschen mit erläutert wird. Hier sehen wir unterschiedliche Ergebnisse und Möglichkeiten, wie Daten visualisiert werden können. Und da schauen wir uns einfach mal so ein paar an. Das ist hier die Map-Tour. Ich greife so ein bisschen das Thema auch auf, Storytelling, Story Mapping, wo wir unsere Berichte quasi erzählen können. Hier ist die Möglichkeit, wenn Sie Interesse haben, einfach selber mal auf www oder ArcGIS Online zu schauen und sich zu registrieren und einfach mal zu probieren. Und hier sieht man die Tour. Die Navigation ist hier möglich. Ups. Und auch eben über Bilder wird mir die Tour erläutert. Und was man da reinsetzt, bleibt jedem selber überlassen. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt nicht webaffin bin, ich habe trotzdem Möglichkeiten, die Daten in sehr schöner Form zu visualisieren, direkt auf meine Website oder auch eben auf verschiedene Devices als eigene App. Und das wären auch so Fototouren, die dort sehr schön dokumentiert werden könnten. Oder diese Form. Mal schauen. Mit Statistiken. Da kann man mit Symbolen arbeiten. Auch die kann ich eigens wieder editieren und verändern. Oder eben mit Flächensymbolen. Hier kommt es darauf an, was habe ich an Datenmaterial eingepflegt. Also man muss wissen, was brauche ich an Daten. Das ist die Quintessenz von der Garantie des Erfolges bei diesen Webmaps. Dass man möglichst gute Auskunft gibt. Und hier ist ganz interessant, das sind so die Kriminalitäten in Toronto. Und auf einen Zeitraum von 2004 bis 2011, wenn man hier oben auch einfach mal schaut, ist ganz, ganz witzig, haben wir jetzt die Überfälle und dann springt der quasi in der Veränderung nicht mit, nur hier oben. Aber dann schauen wir bei dem Break and Enter oder bei den Murders mal. Da sieht man jetzt die Veränderung. Auch diese Applikationen, die dort möglich sind. Ich finde es einfach eine spannende Sache, wie dort die Daten für den Nutzer umgesetzt werden und die ich einfach nutzen kann, auch ohne dass ich jetzt selber die großen Programmierkenntnisse habe und die Möglichkeiten da sind. Das Diebstahl. Also es ist so in dem Prinzip. Dann haben wir noch was Spannendes.
Das ist der Swiper. Auch hier, man muss Bilder und Daten muss man verfügbar machen. Die Recherchearbeiten, das ist das Größte oder auch das Aufwendigste bei diesen Publikationen. Die Daten und die Informationen müssen richtig sein, sie müssen passen, sie müssen vollständig sein. Dann kann ich tolle Sachen machen. Hier ist zum Beispiel Tornado, Vorher- und Nachherzustand. Das ist einfach spannend, das sind zwei Bilder, die beieinander gelegt sind. Oder hier auch dieses Spyglass, das ist eine sehr witzige Geschichte. So, ja, da lädt ziemlich viele Bilder. Das ist New York heute und 1836, da hat sich einer die Mühe gemacht, die hier eben auch georeferenziert, jetzt muss ich das Wort aufnehmen, wo die Koordinaten zusammenpassen, dass die Bilder vergleichbar werden. Das ist die Kunst bei der Sache, dass ich das schaffe und dann kann ich hier mit meinem Spyglass drüber gehen und kann einfach gucken, ach, wie war das denn damals? Hier oder hier drüben, da gab es diesen ganzen Hafen da noch nicht. Da kann man einfach ein bisschen linsen gehen. Das müssen ja nicht nur Karten sein. Das kann alles Mögliche sein. Das kann Kunst sein. Das können ganz andere Themen sein. Das können Bilder sein, wo irgendwas passiert. Das können Spiele sein. Oder. Und deswegen, wir sind manchmal viel zu eng, dass wir denken, ach, Geo, Erdkunde, Karten, Vermessung. Da sollten wir uns von verabschieden. Wir sollten global denken. Nicht nur weltweit, sondern auch in unseren Berufen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich. Auf Wiederschauen.